Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Genauer gesagt wird das nach sehr langer Zeit wieder mal eine Eröffnungsfalle und die ist natürlich auch sehr schnell erzählt. Und zwar gibt es hier eine Falle im Damengambit, genauer gesagt in der Cambridge Springs Variante. Und zwar nach den klassischen Zügen D4, D5, C4, E6, Springer C3, Springer F6 und Läufer G5. Schwarz spielt jetzt Springer BD7, alles das ist noch Theorie. Und im zweiten Video der Playlist Schachfallen, da hatte ich die Elephant Trap, die Elefantenfalle, schon vorgestellt nach C schlägt D5, auch eine Falle in der Cambridge Springs Variante. Dieses Mal spielt Weiß aber erst einmal E3. Schwarz spielt C6 und Springer F3 folgt. Dame A5 bereitet schon die kleine Falle vor. Die Hauptvariante ist hier Springer D2, Läufer B4, Dame C2, Rochade und Läufer E2. Das gilt als Hauptvariante und beide Seiten haben ihre Chancen. Aber natürlich, es gibt eine Falle vorher, in die Weiß hineinfallen kann. Nach dem Zug Dame A5. Wenn Weiß hier Läufer D3 spielt, ist seine Öffnungsbehandlung doch ein bisschen ungenau. Der richtige Zug ist hier für Schwarz Springer E4. Man sieht schon, der greift diesen Läufer an und natürlich der Springer auf C3 ist gefesselt. Weiß muss hier schon recht aufpassen. Auch hier ist der richtige Zug nicht leicht zu finden. Das wäre C schlägt D5, um ein bisschen den Druck aus dem Zentrum zu nehmen. Und natürlich, wir sehen es nachher später, D schlägt C4 zu verhindern. Erst einmal sämtliche Verteidigungszüge für den Springer, der ist ja angegriffen, scheitern. Damit C2, Dame B3 oder Turm C1. Das verliert nach dem gleichen Muster. Wir zeigen es einfach mal an, Dame C2. Jetzt kann Schwarz diesen Läufer rausnehmen. Weiß hat nur eine Möglichkeit, er nimmt mit dem Springer zurück und hier gewinnt Schwarz jetzt eine Leichtfigur mit dem Doppelangriff D schlägt C4. Deswegen wäre es vorher intelligent von Weiß gewesen, den Bauern auf D5 zu nehmen. Jetzt hängt sein Läufer und auch sein Springer. Er kann nicht beides decken, er kann vielleicht den Bauern nehmen, aber dann schlägt die Dame den Springer und mit einer Leichtfigur mehr sollte das sehr leicht gewonnen sein für Schwarz. Das wäre auch schon die Falle gewesen, wie gesagt, schnell erzählt. Wir gehen aber nochmal einen Schritt zurück und gucken uns an, was passiert, wenn Läufer schlägt E4 passiert. Das ist ja auch vielleicht eine interessante Variante für Weiß, um die Falle aus dem Weg zu gehen. Wie gesagt, richtig Zug, um das nochmal zu wiederholen. C schlägt D5, auch wenn Schwarz dann überhaupt keine Probleme in der Eröffnung hat. D schlägt E4 folgt. Und man sieht auch schon, der Springer ist ja immer noch gefesselt, er kann den Bauern auf E4 nicht nehmen. Der Springer muss aufpassen, denn wenn er zurückgeht nach D2 oder nach G1, dann fällt natürlich auch der Läufer. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, sich auf diese Reihe zu stellen, auf die fünfte Reihe, um den Weg der Dame zu blockieren. Und hier kann man als Schwarzer jetzt entweder den Springer rausnehmen, aber Vorsicht, hier lauert natürlich auch ein Fallstrick für den Schwarzen. Das wäre Schachmatt. Also ganz gierig darf man als Schwarz auch nicht sein. Man kann den Springer sofort rausnehmen. Man kann auch Läufer B4 spielen. Und nach Rochade auf der weißen Seite folgt jetzt Springer E5. D schlägt E5 und ja, Läufer schlägt C3 kann erfolgen. B schlägt C3 danach und H6. Und man sieht, die Bauernstellung für Weiß ist katastrophal. Also besser kann Schwarz aus der Öffnung nicht rauskommen. Er hat natürlich noch das kleine Problem seines Läufers, der wenig Felder hat. Aber auch der schwarze Läufer müsste ja zurück nach H4 oder nach G4. Danach folgt G5 beispielsweise und er wäre doch schon sichtlich eingeklemmt, auch durch seine eigenen Bauern. Schwarz sollte hier erst einmal einen Tick besser stehen und Weiß hat aus der Öffnung nichts herausgeholt. Also ich gehe nochmal zurück zur entscheidenden Stelle, nach Springer F3, Dame F5,
pardon, Dame A5, Läufer D3 ist der entscheidende ungenaue Zug. Und hier der richtige Zug für Schwarz ist Springer E4. Und wie gesehen, sämtliche Verteidigungszüge für den Springer, Turm C1, Dame C2, Dame B3 scheitern an, Springer schlägt G5. Das war die zweite Falle nach der Elephant Trap in der Cambridge Springs Variante. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!